egal. Hallo? Hey, die Batterie ist leer. Heute gibt es wieder eine neue Folge von... Kurzen Moment. Eine neue Folge von... Eine neue Folge von... Bernburg. Ihr wolltet alle, dass ich eine neue Folge von Burnbook mache. Okay, eine Person. Aber für diese eine Person mache ich das, weil ich bin mega nett. Eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt professionell. Ich habe so einen reißenden Stuhl. Ich habe ihn gekauft, weil er ist pink. Und ich habe ein Mikrofon. Und eine Leinwand. Lasst mich das Burnbook erklären. Warum fällt alles runter? Das Burnbook. Ich stelle das hier hin. Ich habe eine Liste vorbereitet. Mit Menschen, die ich hasse. Ich erzähle euch die Geschichte, warum ich die Person nicht mag. Und ich male die Person. Meine größte Angst ist, dass eine Person aus dem Burnbook dieses Video sieht und weiß, dass ich sie meine und mich halt und mich dann, also mit mir und mich kidnappt. Die Wahrheit ist, meine Damen und Herren, ich habe die Idee vom Burnbook von dem Film Mean Girls geklaut, weil ich hab keine eigene Idee. Aber wenigstens bin ich ehrlich und ich weiß, es ist ein Problem. In dem Film haben die Charaktere so richtig reizende 2000er Y2K Outfits und mein Outfit. Und mein Outfit ist voll langweilig. Wie komme ich jetzt wieder runter? Ich will genau das gleiche Outfit wie Regina, weil es ist pink. Ich habe mir das Kostüm von Amazon bestellt. Ich gebe euch so ein Haul. Wir haben den pinken Rock, diese pinke Strickjacke mit dem T-Shirt. Aber das ist so zusammengenäht. Das ist 2 in 1. Wow. Hey, die haben mich verarscht. Die haben mich verarscht. Auf der Verpackung stand drauf, man bekommt Rock, Oberteil und Kette. Hier ist keine Kette. Ach du meine Güte, ich hab... Ich zieh's an. Boah, ich hoffe, das sieht gut aus. Outfit-Check. Warte kurz, es sieht gleich gut aus. Ich habe noch blonde Haare besorgt. Oh. Okay, fangen wir an. Fangen wir an mit dem Burnbook. Geh kurz weg. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit Geschichte 1. Ich bin eine Person, ich habe Angst vor allem, besonders vor Männern. Wenn ich nachts alleine laufe und ein Mann kommt mir gegenüber, ich bereite mich mental darauf vor, dass ich gleich gekidnappt werde. Ich wechsle die Straßenseite. Stellt euch vor, es ist wieder Prime-Corona-Zeit, überall ist Lockdown, man hat nur noch Online-Unterricht. Es war Corona-Zeit und ich habe angefangen, jeden Tag nach dem Online-Unterricht spazieren zu gehen. An diesem Tag bin ich ganz normal rausgegangen, es war sonnig, es war schön und ich bin immer den gleichen Weg alleine gelaufen. Ein Fehler. Ich laufe auf der Straße und so ein Mann kommt mir entgegen, so Ü40. Und wir laufen aneinander vorbei, haben so ein bisschen komischen Augenkontakt. Ich laufe weiter und kennt ihr das, wenn ihr spürt? Man spürt, dass jemand ist hinter dir. Ich tue so, als würde ich meine Schuhe binden, damit ich unauffällig nach hinten gucken kann. Und wen sehe ich? Dieser Mann. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht hat er sich verlaufen. Dann bin ich extra in der Straße 4-mal nach rechts abgebogen, damit ich so im Kreis laufe. Ich biege 4-mal ab, ich gucke nach hinten. Er ist immer noch hinter mir. Panikmodus an. Ich dachte, okay, weiter vorne ist ein Eingang zu einem Park. Das sind andere Leute, die beschützen mich. Ich fange an, schneller zu laufen zu dem Park und dann ich sehe ein paar Leute stehen da. Ich stelle mich zu denen dazu und ich schaue mich um und der Mann ist weg. Dann war ich so, huh. Dann war ich so, oh, der Mann wollte mich gar nicht kidnappen, der arme Mann. Falsch. Ich chille so 10 Minuten am Eingang, ich bin am Handy und dann wollte ich nach Hause gehen. Und ich sage euch, ich biege um die Ecke auf meine Straße auf dem Weg nach Hause. Dieser Mann, der stand einfach hinterm Eck. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte schon so Kopfkino, wie ich gekidnappt werde oder irgendwas. Und mein Kopf hat einfach nur gesagt, renn. Mein Weg nach Hause waren so 15 Minuten. Und ich sage euch, ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gerannt. Und beim Rennen sind mir so Tränen gekommen und ich war so... Ich habe mich nicht getraut, nach hinten zu schauen. Ich bin gerannt und ich habe nicht nach hinten geschaut. Und ich weiß nicht, wie ich habe es bis zu meiner Tür geschafft. Und dann drehe ich mich um und dann war er nicht mehr da. Er war weg. Und ich, seit diesem Tag bin ich nie wieder alleine spazieren gegangen. Nein, danke. Wo ist mein Lipgloss? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu meinem Make-up-Tutorial. Noch ein bisschen Carmex. Das ist Geschmacksrichtung Ananas. Mega! Als ich noch ins Gefängnis gegangen bin, als ich noch zur Schule gegangen bin,
Ganz wichtig, geht zur Schule, macht die Hausaufgaben. Wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das auch. Halte durch. Wir hatten einen Schuldirektor und alle haben den gehasst. Und er hat uns auch alle gehasst. Er hat uns in einem Fach unterrichtet, Gemeinschaftskunde. Da geht es um Politik, Allgemeinwissen. Und da war ich absolut raus. Ich konnte nicht mitreden. Ich habe oft seine Fragen einfach nicht verstanden. Und er hat so Wörter benutzt. Noch nie gehört. Ihr müsst euch vorstellen, es war so eine Art Unterricht, wo nur drei Leute mitgemacht haben. So, bei seinen Fragen haben sich immer die gleichen drei Leute gemeldet und der Rest der Klasse, ihr wisst, was ich meine. Und dieser Lehrer, er war immer so passiv-aggressiv. Also man hat immer gemerkt, egal was er gesagt hat, er war irgendwie immer so kurz davor zu schreien. Ich weiß nicht, er war irgendwie immer so ein bisschen sauer. Und sein Lieblingshobby war, Schülern ohne Angst Angst zu machen. Nee, falsch. Und sein Hobby war, Schülern Angst machen. Und an einem Tag ist es passiert. An diesem einen Tag ist das Unmögliche passiert. Der Unterricht hat angefangen und genau diese drei Leute, die sich immer gemeldet haben, die Fragen immer beantwortet haben, die waren krank, die waren nicht da. Diese drei Leute haben den immer zufriedengestellt und dafür gesorgt, dass er nicht schreit. Oder halt irgendwie einen Stuhl wirft. Alle waren so in der Pause so, wer soll uns jetzt beschützen? Er fängt an, Fragen zu stellen, keiner meldet sich. Keiner versteht die Frage. Was machen Lehrer, wenn sich niemand meldet? Sie nehmen einfach so Leute dran. Das ist mein absoluter Horror. Wenn Lehrer einfach so Schüler dran nehmen, ohne dass sie sich melden. Nein. Er stellt eine Frage und er nimmt einfach ein Mädchen dran und stellt ihr diese Frage. Und dieses Mädchen, sie tut mir bis heute leid. Sie konnte die Frage nicht beantworten und er ist so sauer geworden. Ihr kennt es euch nicht, er ist so sauer geworden. Wirklich der Mann, er ist eine Tomate geworden. Er war rot und er war sauer. Jeder normale Lehrer würde so denken, okay, meine Schüler hören mir nicht zu, die sind vielleicht ein bisschen dumm. Okay, ja, egal, okay. Er fängt an, sie so zu beleidigen. Also nicht auf so einem normalen Lehrerniveau, so irgendwie, ja, was gibt's denn hier nicht zu verstehen, das haben wir schon tausendmal besprochen, Sophie. Nein, er hat angefangen, Wörter zu benutzen, die will ich gar nicht sagen. Der hat einfach das S-Wort rausgehauen. Oder weil sie sich zum Beispiel stärker geschminkt hat, das Mädchen, und gerne engere Klamotten getragen hat, was komplett ihre Entscheidung ist. Er hat sie als P beleidigt, P-Wort-Beleidigung. Ihr müsst euch vorstellen, er hat ihr in die Augen geguckt, einer Schülerin, einem minderjährigen Mädchen, und er hat zu ihr gesagt, du siehst aus, als würdest du am Bahnhof in der Kiste wohnen. Wie kann so eine Person Lehrer sein? Jeder, wirklich jeder hatte Angst vor diesem Mann. Und jedes Mal, wenn ich ihn auf dem Schulgang gesehen habe, auf den Boden geschaut. Augenkontakt vermeiden, um jeden Preis. So sehen meine Albträume aus. Ich schwitze so ein bisschen unter der Perücke und es stinkt irgendwie so ein bisschen, aber... Wisst ihr noch, wo ich erzählt habe, dass ich Achterbahn liebe? Freizeitpark, wirklich beste. Eine der Top 3 Erlebnisse draußen. Top 1 ist natürlich Essen gehen. Aber Achterbahnfahren macht nur Spaß, wenn man nicht alleine sitzen muss. Wenn man alleine sitzt, ist halt schon ein bisschen kacke. Weil alleine schreien macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich war einmal mit Freunden im Freizeitpark und wir sind Achterbahn fahren gegangen. Und wir haben mitgedacht, wir waren extra zu viert, damit niemand alleine sitzen muss. Der Tag ist mega, wir fahren eine Achterbahn nach der anderen, wir schreien, wir essen Pommes. Der Vibe ist hier oben. Aber gleich nicht mehr. Wir gehen zur nächsten Achterbahn und die ist so ein bisschen krasser, die ist viel höher und die ist schneller. Und eine Person will nicht mitfahren, was so nicht schlimm ist. Der Rest von uns stellt sich an und während der ganzen Wartezeit, wir haben nicht einmal darüber nachgedacht, ach so, wer ist jetzt das Opfer und fährt alleine? Erst als wir dran waren mit Einsteigen, ist uns das aufgefallen. Und wir standen da so und die Leute haben uns angeschaut, haben so gewartet. Und ich habe diese Blicke im Nacken gespürt, so dieses Ungeduldige. Und mir ist ja alles peinlich. Und deshalb war ich so... Ich sitze einfach alleine. Ich kann alleine sitzen. Und ganz vorne neben so einer Oma war noch so ein Platz frei. Und ich war so, geil, ich kann gleich neben einer süßen Oma sitzen und wir können zusammen schreien auf einer Achterbahn. Mega. Ich setze mich hin, ich lächle sie an und sie lächelt nicht zurück. Da war ich... Wo? Erste Red Flag. Und dann sagt die Oma so richtig laut, hey, Entschuldigung. Und ich habe gedacht, sie redet mit mir. So, ich habe mich schon gewundert, warum sie so laut redet. Aber ich dachte so, vielleicht hört sie nicht so gut und hat ein Hörgerät. Und deshalb redet sie so laut, aber... Aber nein, sie hat mit dem Achterbahn-Mitarbeiter geredet. Sie hat einen Mitarbeiter gerufen. Und dann kommt der Mitarbeiter so und sie sagt, können Sie dem Mädchen neben mir sagen, sie soll weggehen? Ich will alleine sitzen.
okay. Und dann der Mitarbeiter so, ja, hey, kannst du dich vielleicht ganz nach hinten sitzen? Ich hab nichts gesagt, ich bin einfach aufgestanden und gegangen. Und dieser Weg nach hinten, das waren die schlimmsten 20 Sekunden. Alle Leute haben mich angeschaut, weil alle haben auf uns gewartet, damit wir losfahren können. Und ich habe mich nach hinten gesetzt, so richtig traurig. Und ich konnte mich die ganze Zeit nicht auf die Achterbahn konzentrieren. Wir haben Looping gemacht, 360 Grad Drehung. Ich habe nichts gemerkt. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, warum sie nicht neben mir sitzen wollte. Ich habe überlegt, habe ich Deo benutzt? Stinke ich irgendwie oder bin ich einfach hässlich? Ich weiß bis heute nicht warum. Meine Damen und Herren, die Party ist vorbei. Unser Date ist vorbei. Wir sehen uns wie immer nächste Woche wieder. Vielen Dank an alle, die sich dieses Video angeschaut haben. Ihr seid cool. Ich schicke euch eine dicke, fette Umarmung. Ich muss jetzt alles aufräumen. Werde ich eh nicht machen, das wissen wir. Ciao, Kakao.